Hallo, heute reden wir über Wärmemengen, wie sie gebraucht werden, um Trinkwasser vorzuwärmen oder aber um Energie einfach zu speichern. Wärmemengen an einem Speicher ist heute unser Thema. Dazu stellen wir uns folgenden Sachverhalt vor. Wir hätten irgendwo im Keller des Hauses einen Vorratsbehälter von zum Beispiel 300 Liter Wasser, die für die Trinkwasseraufbereitung im Warmwasserbereich vorzuwärmen wäre. Dazu kommt das Wasser aus der Versorgungsleitung mit einer Temperatur von ca. Theta 1 gleich 15 Grad Celsius in den Speicher geströmt und wird nach Erwärmung dem System zugeführt mit Theta 2 gleich 65 Grad Celsius. Ja, das Wasser soll 65 Grad haben, damit im Trinkwasserbereich die sogenannten Legionellen abgetötet oder beziehungsweise sich so wenig vermehren, dass sie für den Organismus keinen weiteren Schaden anrichten können. Ja, wir wollen uns jetzt damit befassen, wie groß die Energiemenge ist, die dort eingebracht wird, um dann praktisch später den Wärmebedarf, die zum Beispiel eine Gastherme erbringen muss, bereitzustellen. Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Die Wärmemenge Q ist nichts anderes als Masse mal spezifische Wärmekapazität mal der Temperaturänderung Delta Theta. Delta Theta ist in unserem Fall nichts anderes als Endtemperatur. Theta 2 minus Theta 1 sind in unserem Fall genau 50 Grad Celsius oder Kelvin. Ich schreibe immer gerne Kelvin, damit klar ist, dass es sich hier tatsächlich nicht um Endtemperaturen, sondern um Temperaturdifferenzen handelt. Aus dem Formelbuch bekommen wir für das C einen Zahlenwert von 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin. Setzen wir das Ganze hier entsprechend in diese Gleichung ein, stellen wir sofort fest, Liter, die Einheit Dezimeter Kubik, sind keine Kilogramm, wie hier in der Formel zwingend vorgeschrieben. Also müssen wir hier nochmal entsprechend umrechnen. Über die Stoffdichte Rho ist nichts anderes als Masse pro Volumen. Und für Wasser ist der Zahlenwert rund 1. Das heißt also ungefähr 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik für Wasser. Eigentlich fast bei 0 Grad Celsius, aber das spielt hier für unsere Energiemengenbetrachtung zunächst keine Rolle. Daraus können wir die Masse bestimmen, indem wir die Gleichung umstellen, und zwar derart, dass es also Rho mal V ist und 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik mal dem Volumen von 300 Dezimeter Kubik ist natürlich wie zu erwarten genau 300 Kilogramm. Für Wasser ist das eigentlich sehr einfach umzurechnen, allerdings denkt man zum Beispiel mal an Thermoöl, wie wir es brauchen, um vielleicht Transformatoren zu kühlen oder in der Solartechnik, dann sieht das natürlich anders aus. Die Masse von 300 Kilogramm mal dem Zahlenwert von 4,18 Kilojoule pro Kilogramm mal Kelvin mal 50 Kelvin ergeben dann einen Zahlenwert von, mal kurz mal ausrechnen, 300 mal 4,18 mal 50 gleich 62.000 700
Und welche Einheit kommt dabei heraus? Kilogramm kürzt sich heraus, Kelvin kürzt sich heraus und Kilojoule bleiben über. Mit diesem Zahlenwert habe ich so meine Orientierungsschwierigkeiten, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was diese Zahl für mich im praktischen Sinne bedeutet. Hilfreicher ist es da, vielleicht die Arbeit in Kilowattstunde umzurechnen, so wie wir sie tatsächlich auch am Stromzähler ablesen können. Der Zusammenhang für Kilowattstunde als Arbeitsgröße ergibt sich letztlich aus der Tatsache, dass wir wissen, dass die Leistung Arbeit pro Zeit ist. Daraus lässt sich selbstverständlich sofort schließen, dass Arbeit nichts anderes als Leistung mal Zeit ist. Und genau das ist auch der Einheitenwert, den wir brauchen. Die einzige Frage ist natürlich, wie kommt man jetzt praktisch dort auf die gesuchte Größe von zum Beispiel Kilowattstunde. Nun, mathematisch können wir uns dort sehr einfach aus der Bedrulle helfen, indem wir einfach den Wert der Arbeit mit 1 erweitern. Und scheinbar ist es zunächst ein bisschen irritativ, aber um aus der Arbeit eine Leistung zu bekommen, müssen wir durch T teilen. Denn Arbeit pro Zeit wäre die Leistung P. Wir können nicht einfach den Gleichungswert sozusagen verändern, denn wir müssen hier im Zähler ebenfalls mit T erweitern, dann erst durch die Erweiterung von T durch T, ja letztlich wieder herauskürzbar wäre, bekommen wir dann P mal T. Und das ist natürlich genau das, was wir als Arbeit hier oben definiert hatten, um es dann entsprechend in der Größe sichtbar zu machen. Also rechnen wir diesen Zahlenwert um und sagen, Q ist nichts anderes als 62.700 Kilojoule. Ja, um jetzt aus Kilojoule Watt zu machen, müssten wir hier durch Sekunde teilen. Aber wir müssen natürlich ebenfalls auch mit Sekunde erweitern. Und damit Sekunde auch erkennbar wird, schreibe ich immer Sek dorthin. Und kann jetzt Folgendes also tun. Diesen Zahlenwert verwandle ich also in Kilowatt. Und der Zahlenwert wäre somit 62.700 Kilowatt, ja mal Sekunde, so wie wir es eben gerade hier mathematisch mal herausgetrickst haben. Warum ist dieser Zahlenwert nun besser oder besser gesagt die Beschreibung? Weil, um 300 Liter Wasser von 15 auf 65 Grad erwärmen zu können, würde ich eine Leistung brauchen von 62.700 Kilowatt, aber dann wäre der Behälter auch in einer Sekunde warm. Nun interessiert mich meistens nicht die Sekunde, sondern wir wollten Kilowattstunde haben, so wie das also an so einem elektrischen Zähler dann auch zu sehen wäre. Dann müssten wir nichts anderes tun, als die Sekunde in Stunde umzuwandeln. Und das möchte ich nochmal tun, denn eine Sekunde sind 1 durch 3600 Stunden. Wie kommt er auf diesen Zahlenwert? Nun ja, dann rechnen wir kurzerhand mal um. Eine Stunde sind 60 Minuten. 60 mal 60 Sekunden sind 3600 Sekunden. Mich interessieren nicht, was 3600 Sekunden sind, weil ich möchte hier oben ja eine Sekunde einsetzen. Also ergibt sich
1 geteilt durch 3600 als Umrechnungseinheit. Das kann man sich merken, ist immer der gleiche Wert und damit also eigentlich konstant. Für mein Q bedeutet das nun, für die Wärmemenge, 62.700 Kilowatt geteilt durch 3600 und wir schreiben dann nicht Sekunde, sondern Stunde, wäre dann der Zahlenwert. Ich rechne das kurz nach. Geteilt durch 3600 sind dann 17,4 Kilowattstunden. Ja, und dieser Wärmebedarf, der ist jetzt also schön erkennbar, denn wir brauchen 17,4 kW, um den Behälter in den geforderten Änderungsgrößen in einer Stunde vorzubereiten. Ja, ich hoffe, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht und der Bezug zur Wärmemenge ist jetzt nicht mehr so abstrakt, wie man sich den vielleicht hier unter dieser Einheit Kilojoule ja gar nicht hätte vorstellen können. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.